Ja, voll. Ey, ich bin fremd von dir. Geil, das ist. Okay. Okay. Also gut, mach es schnell. Mach es schnell. Hey yo Leute, was geht? Ich bin David Asch und willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt an der Basler Herbstmesse, einer von der grössten Messe, die wir in der Schweiz haben. Ich glaube, da muss ich euch zeigen, dass da viel los ist. Ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange rum und wir legen los. Peace! Erzählt mir mal etwas über Basel. Basel ist einfach etwas, also keine Ahnung. Sei es nein, das? Ja, Menschen sind korrekt, die Stadt ist eigentlich so für nichts. Ja, Basel ist cool. Mega? Kann man gut chillen. Schöne Stadt, also mit so herzigen Dörfern, ja, Häuser und so, Strösle. Ja, schön, gemütlich. Also ich habe mal in Basel gewohnt, für 11 Jahre. Also verbinde ich auch so viele Erinnerungen an Basel. Also Kindheitserinnerungen? Ja. Yeah. Ich mag Basel. Ja. Aus welchem Grund? Schöne Stadt. Ich kenne Bahnhof, Freie Strasse und Herbstmesse. Was jetzt alles in Freie Strasse? Zum Beispiel die Sostrene Gräne oder der Fitzenladen oder der New Yorker. Wo gehst du am meisten einkaufen? Glaub, oder im Orel Füssli. Orel Füssli, ja. Bist du Leser? Ja. Ja. Okay, ja, ist gut. Das ist gut. Gehört man selten von den Jugendlichen. Weiß nicht, Bro. Was läuft im Basel? Herbstmesse. Fischst? Weiß nicht. Keine Ahnung, ich chill nicht viel da. Ja, Fußball halt. Basel. Fußball? Spielst du Fußball? Ja, ja. Welche Position? Sturm. Sturm? Und wie viele Goals hast du geschossen? Ja, die Season. Ja. 8. Okay, dann bist du gut dabei, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Schieden, ja. Bruder. Zentrum. Auch Fußball. Auch Fußball? Ja. Sonst läuft den Basel nicht? Gut, hängen einfach. Mit Kollegen. Bro, ich glaube, erst die 3 Jahre, ich weiß eigentlich so gut wie nichts. Sind wir jetzt Bros? Sorry, gell? Nicht schlecht, wir kennen uns. Seit 5 Sekunden sind wir Bros. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Okay. Machst du es bei anderen Typen, oder siehst? Ich rede nicht so mit Typen im Fall. Wieso? Ich habe einen Freund. Also, und er sagt, du tust schon mit anderen Typen reden? Doch, also schon. Also, wenn wir die Typen aussprechen, dann sagst du nein, sorry, Bro. Und dann ist okay. Alles klar, gut. Was sagst du, was läuft in Basel? Nicht viel, Basel ist langweilig. Langweilig? Ja, sehr. Und so Herbstmesse gibt es nicht. Nicht in Basel? Nein, ist voll langweilig. Das ist mega klein. So, ja. Und gibt so ein Museum, die sind voll beschissen. Was habt ihr so über Basel gehört? Ja, Junkies, sehr viele Junkies. Wo? Oh. Überall. Ist noch cool. Ist noch cool. Was kannst du alles machen? Shoppen. Zum Shoppen ist gut. Sonst? Essen gut. Meschko schauen, also vom FCB. Du bist FCB-Fan? Ja. FCB? FCB. Ja, FCB ist sehr gut. Wirklich auch. Herbstmesse. Nur Herbstmesse? Ja. Sonst? Nicht mehr. Meisterslehre. Meisterslehre. Wie alt bist du? 14. Was machst du, damit du Meisterslehre kannst? Gar nicht. Ich will Spaß machen. Nichts eigentlich. Herbstmesse und chillen mit Kollegen. So. Und wenn kein Herbstmesse ist? Ja, Schule halt. Wo gehst du in die Schule? Von Giesen. Von Giesen? Ja. Yeah. Ich gehe frische Schule, Pratle. Kilby. Kilby. Nur Kilby. Komische Menschen. Ab und Halloween. Oh nein, warte, das ist nicht heute. Doch, in dritter Hälfte. Was heißt komische Menschen? Ja, so einfach ist so ein Mann, ich glaube, mit so einer Maske. Wir haben voll Angst bekommen. Okay, was läuft in Basel? Schlägerei und. Schlägerei? Ja. Bist du mit drin? Ja, manchmal. Also nein, ich schlage die Menschen nicht, aber ich beleidige sie. Wieso? Weiß nicht. Herbstmess. Ja, Herbstmess. Nur das? Was sonst? Es sind Basel Leute? Junkies. Ja. Junkies? Ja, Junkies. Wo siehst du viele Junkies? Drei Rosen. Ja. Drei Rosen, der SBB Junkies. Was haben wir über drei Rosen zu erzählen? Junkies. Nur Junkies. Fast abgestochen worden. Ja, ich wurde abgestochen letztes Mal, fast. Eben ja. Basel ist Szene. Was für Szene? Basel ist Szene. Überall Crackies. Was läuft Basel? Vieles. Zum Beispiel? Zum Beispiel Mess. Und? Frauen. Hast du schöne Frauen in Basel? Ich weiß nicht. Du hast gesagt Frauen. Ist loyal bleiben. Basel ist Letzte. Letzte? Ja, ja, in Tabelle. Gefährlich, Bro. Nennt mir mal 5 Hauptstädte von Europa. Bern, Berlin, Barcelona. Barcelona? Nein, ist Madrid. Madrid. Bukarest, Sarajevo. Wo liegt Bukarest? Ungarn. Sicher? Ich glaube schon. Lissabon. Das Land haben wir noch nie gehabt. Spanien. Ja. Spanien ist Barcelona. Ich bin scheiße in Geografie. Ich bin auch scheiße in Geografie. Also Madrid, Oslo. Madrid, Oslo, Lissabon haben wir gehabt. Vatikan ist Hauptstadt Vatikan. Das ist einfach, ja. Smart. Was ist von Griechenland zum Beispiel? Athen. Das ist eins, was mir jetzt einfällt, ja. Und Albanien? Oh shit. Ist das nicht irgendwie etwas, was so ein Frauenname ist? Interessante Gedanke, ja. Also Bern, Madrid, wo du das gesagt hast. Paris auch, ja. Dann
Berlin und Pristina. Lissabon, Paris, Bern. Warte mal, es gibt doch noch so eine, wo ist das? Tunis? Tunis. Oh, stimmt. Oh, scheiße. Rom, Madrid, Manchester, glaube ich. Keine Ahnung. Manchester? Ja. Okay, und was ist das eigentlich, was du da an hast? Also gut, das ist mal eine eindeutige Antwort, ich muss sagen. Was machst du? Bern. Albaner! Albaner! TikToker. Nein. Wo ist die Kamera? Ah, hi Kamera. Ah. Bist du kein Lehrer? Nein, ich möchte etwas sagen. Oh nein, das ist 1 plus 1 gibt 5. Wie was? Pythagoras und so. Mach mal den. Paris. Ist das Hauptstadt? Ja. Ja. Was ist von Dings? Köln? Nein, doch, nein. Köln? Nein. Wien, Mann. Nein, warte. Österreich ist doch Kiew. Nein. Nein, Ukraine, Kiew. Paris? Fotze. Frankreich? Was ist das? Fotze. Fotze? Nein, wieso? 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 Mach! Ich frage nach 5 Hauptstädten, du sagst... Australien und Afrika. Hauptstadt? Von Europa? Nein, ist Kanton. Barcelona? Barcelona? Nein, ich weiß doch nicht! Bern, Madrid. Barcelona, mehr weiß ich nicht. Barcelona oder Madrid? Madrid. Bro, Spanien. Welche Maus läuft auf 2 Beinen? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Kann. Nein. Weißt du es? Nein. Mickey Mouse. Würde ich Ihnen recht geben, ja? Minnie Mouse? Gar keine. Gar keine. Jedi. Jedi? Ja, jedi oder nicht? Was ist mit Mickey Mouse? Ja, das ist ein Film. Ja, aber Nörte? Ja, in real life laufen die auf 4. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Mickey Mouse. Ja. Mickey Mouse. Keine. A Moose. Nein. A Moose. Ja, da Tom und Jerry hat nicht. Keine Ahnung. Welche Maus läuft auf 2? Weiß nicht. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Was ist ein Maus? Was? Ein Maus? Tom und Jerry. Jerry. Mickey was? Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Keine Ahnung. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Und welche Ente läuft auf 2 Beinen? Alle Ente. Ja, alle Ente, die 2 Beine haben. Ente, bro. Ente. Welche Ente? Ja, alle Ente. Donald Duck. Donald Duck. Oh nein, muss ich jetzt andere sagen? Nein, das ist okay. Donald Duck. Dagobert. Ja, Donald Duck. Da Trick, Trapp und wie heißen die drei? Drei. Tick, Trick und Trapp. Ja. Jede Ente läuft auf 2 Beinen. Jede. Sind die nicht im Wasser? Doch. Ja. Wir haben keine. Ah, doch. Ja, doch, jede. Jede Ente. Jede Ente. Und welche Ente läuft auf 2 Beinen? Aui! Ente! Aui! Aui! Habt ihr auf die Frage gewartet? Ja. Donald Duck. Ali. Ja, jede Ente. Donald Duck. Donald Duck. Donald Duck. Ali. Nein, die haben kein Bein. Ja, nur müssen vier sein, was? Ja, nein, das sind Bein. 2 Bein, sie laufen auf 2 Bein. Nein, die haben die Purne nur 2 abgemacht, nicht. Nein. Schwan! Nein, stopp, nein! Egal, auf 2 Bein. Donald Duck. Ali. Donald Duck. Jede Ente. Ich laufe jede Ente auf 2 Bein. Jede. Donald Duck. Also, Leute, jetzt machen wir eine 360-Challenge. Ja? Der den besten Kick zeigt. Ich bekomme 10 Franken. Gut. Was ist Tornado King? Ja, voll. Soll ich es mir vorzeigen? Ja. Ich mache es mal langsam. Es kommt darauf an, ob er links oder rechts Füßler sind. Wenn er rechts Füßler sind, so. So. Und durchschwingen. Okay? Okay? Wer will noch? Wisst ihr was? Ich gebe euch beide. Was macht ihr mit dem Geld? Tagada erstmal, zweitmal Tagada. Ich hol mir, glaube ich, etwas Geiles zu messen. Geiles zu messen? Ja. Yeah. Okay, gut. Also, warte. Muss ich mal zeigen. Wer hat Hose in der Beziehung? Mann oder Frau? Ja, beide haben gleich viel. Was sagst du? Ja, auch beide. Also, es kommt halt immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Erzähl mal, was kann zum Beispiel ein Mann besser? Was ein Mann besser kann? Sport beibringen. Also zum Beispiel ein Kind Fußball beibringen und so. Würde ich sagen, ich kann Vater besser. Was kann eine Frau besser? Zum Beispiel Kochen beibringen oder mit Frauen reden und so Sachen. Frauen reden? Ja, ja. Beide? Ja, also. Kein alter Mann. Niemals. Niemals? Wieso nicht? Aber es ist gleich. Beide gleich. Beide gleich? Ja. Okay, was denkt ihr? Wer hat Hosen in einer Beziehung? Mann oder Frau? Es sollte ausgeglichen sein. Ja, definitiv. Also, du sagst ausgeglichen? Ja. Ich glaube, es kommt auf Beziehung drauf an, auf die Leute. Also, wie auf Leute? Ja, je nachdem, was für Leute das sind, hat entweder ein Team Partner oder Partnerin die Hosen oder die andere. Meinst du, es ist unterschiedlich in einer Beziehung? Ja. Ah, nein, beide. Ich habe die Frage am Anfang nicht verstanden.
Ich sag, du sagst Mann. Ja. Wieso? Weiß nicht. Einfach so. Wieso beide? Beide haben etwas zu sagen. Beide haben Sachen, die ich sagen, ist okay, ist nicht okay. Also bei mir ist es auf jeden Fall ich. Aber es ist ja, kommt drauf an. Also alle sagen ja immer, es ist der Mann, aber kommt drauf an auf die Beziehung. Wie ist es eigentlich klar gewesen, dass du die Hose anhast? Ich bestimme das. Ich sag das. Du bestimmst das. Du sagst, ich habe jetzt Hose an und das ist okay. Ja, also ich meine, nein, also wir sind relativ einstimmig, was es ankommt. Wir sind beide für eine Wellenlinie, also ist okay. Ich würde sagen, Frau. Frau? Oh, ja, 100%. Ich meine, wie bestimmst du das? Ich finde es einfach komisch, wenn ein Mann die Hose anhat, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich finde, es leckt sich auch einfach in einer Beziehung, wer die Hose anhat. Was meint ihr? Wer hat in der Beziehung die Hose an? Frau. Auch Frau. So. Ich sag so, daheim ist Frau und draussen so Mann. Checkst du? Weißt du, was ich meine? Aber wie? Die Frau macht Haushalt und so, die putzt alles, kocht. Checkst du? Was macht Mann? Ja, Mann holt das Geld heim. Mann tut arbeiten, Geld heimbringen. Ihr seht die Frau? Ja. Es ist einfach so. Man kann nichts daran ändern. Ja. Ist so? Was? Du Mann! Er schreibt mir in die Ohren. Wer hat in einer Beziehung die Hose an? Ich würde auch sagen Frau, aber es muss stimmen. Ich würde auch Frau sagen. Wieso? Es kommt darauf an, aber es ist meistens... Es ist am besten, wenn es beide haben. Es muss ausgestimmt sein. Vorher hast du doch eine Frau gesagt. Ich habe gesagt Frau, aber es muss ausgestimmt sein. Es sollte gleich sein. Es sollte gleich sein? Ja, aber meistens hören die Männer mehr auf die Frau als die Frauen und die Männer. Was sagst du? Keine Ahnung. Was denkt ihr in einer Beziehung? Wer hat die Hose mehr an? Mann. Keine Ahnung, einfach Mann. Ja, weil Mann beschützt die Frau. Und Frau kann auch so schaffen und so, aber Mann ist so die Figur, die am so beschützerisch ist. Und so. Da muss so breit laufen von Freundin. Siehst du noch? Ja, da muss ihr zeigen, dass sie seine Freundin ist. Kommt drauf an, bei welchem Thema? Es kommt drauf an. Eigentlich es Mann, aber im innerlichen Frau. Ja. Was heisst das? Ja, eigentlich schon Männer. Beide fair. Aber eigentlich schon Männer. Weil er muss ja um dich sorgen. Aber du musst auch so Befehl geben an ihn. Ja. Beides. Befehl? Ich sag gleich. Oh, nein, Befehl meine ich so, dass du auch so loyal bist. Meidlich. So. Weil Frauen haben mehr Probleme so als Männer, deswegen. Wer hat in der Beziehung die Hose an? Mann oder Frau? Beide haben Hose. Mann. Beide haben Hose. Bro, du flaggst es mich, Mann. Was für eine Frage du stellst. Welcher Mensch hat Unterhose an? Nein, Antwort. Nein, Antwort. Nein, nein. Antwort jetzt. Wer hat in der Beziehung mehr zu sagen, heisst das? Mehr zu sagen? Frauen nicht. Also nein, warte. Ich habe auch eine Mutter, weil sagen wir, Mutter ist so... Nein, beide haben gleich viel zu sagen. Einfach beide machen sie Job, weißt du, was ich meine? Beide, hä? Wieso Mann? Eigentlich beide, aber... Was tust du denn beide, wieso? Keine Löcher in Unterhose raus. Die Hose. Nein, das heisst, wer will beide sagen? In der Beziehung. Ah, Mann. Das sagt Mann. Wieso? Einfach, ist männlicher. Buchstabiert mir das Wort? Nein. Wisst ihr, was Portemonnaie ist? Ja. Yeah. Also probiert das einmal. Ey, das kommt viral. P-O-R-T Monaie. M-O-N-A-I-E. Portemonnaie. Ja. P-O-R-T-M-E-I-E. Was? P-O-R-T M-N-A. Nein, was? Doch, I. P-O-R-T M-O-N-N. A-I-E. P-O-R-T-M-A-N-I-E. P-O-R-T-M-A-N-I-E. P-O-R-T-M-O-N-A-I-E, oder? Was sagst du? P-O-R-T-M-O-N-E-E. Ich glaube, es hat zwei E am Schluss. P-O-R-T-E-M-O-N. Nein. Jungs, M-O Portemonnaies. Kann ich so sagen? P-O-R-T-M... B-B-B. O-N-A-I-S-E. B-O-R-T Monet. Wisst ihr, was Buchstabieren ist? Ja, Bro. Monet ist kein Buchstabieren. Könnte man das Buchstabieren? Portemonnaie. Das ist kein Buchstabieren. P-O-R-T-M-O-N-A-I-E. P-O-R-T-M-O-N-N-I-E. P-O-R-T... P-O-R-T-M-O-I-N. P-O-R-T-M-O-N-E. P-O-R-T-M-O-N-N-E. P-O-R-T-M-O-N-A-I-E. Irgendwie so etwas. P-O-T-E-M-M-A-I-R. Nein. P-O-R-T-M-O-I-N-A-E.
P-O-R-T-M-O-N-Y. P-O-R-T-M-O-I-N-A-I-R-E. Wort T M A N E. Welche Beruf findet ihr bei Frauen attraktiv? Köchin. Nein. Köchin. Köchin. Du hast Köchin, ich weiß nicht, Köchin. Okay, du? Fabi. Fabi? Für meine Kinder erziehen und so. Welchen Beruf findet ihr attraktiv bei, bei Männern? Keine Ahnung. Arzt. Arzt? Ja. Du sagst auch Arzt? Ja. Musst du überlegen. Keine Ahnung. Muss halt irgendwie zu dieser Person passen, aber könnte alles Mögliche sein. Kann es so einen spezifischen Beruf? Was sagst du? Alles, was irgendwie etwas Gutes zu der Menschheit beiträgt und nicht schlecht ist. Welcher Beruf tragt deiner Meinung nach nicht zu der Menschheit bei? Kalk, Social Media Leute. Jawohl, gut, das merken wir uns. Hast du etwas? Ich hätte jetzt schon gesagt, vielleicht Arzt, ja, irgendein Arzt, Anwalt und handwerkliche Berufe. Welchen Beruf findet ihr bei den Frauen attraktiv? MPA. MPA? Ja. Weil es feminin sein so. Ist kein so Spezielles, wo du sagst, kannst du ja handwerklich etwas machen? Ja, eigentlich kommt drauf an, ja. Ist mir gleich, ja, handwerklich. Fage. Fage? Ja. So? Weil die kann gut mit Kindern umgehen. Fabi. Das ist Fabi. Fabi, mein. Beides. Beides. Soll lachen, du bist Anschüler. Aber du bist ja MPA, gell? Ja. Wieso, Bro? Erzähl mal. Also, MPA ist, du weißt ja, wo Bethesda ist. Ja. Ich wohne gerade 5 Minuten von dort. Ja. Und Ältere denken, also, ich habe das auch gemacht so. Weil Eltern haben gesagt, ich soll etwas mit Medizin und so machen. Ja. Und ich habe mich selber beschäftigt. Und ich mag es halt Menschen helfen und dann ja, MPA. Wie sagen deine Eltern zu dem Beruf? Arzt. Scheiße. Also mein Freund macht jetzt KV Immobilien. Aber sich so, ich bin relativ leer, muss ich sagen. Aber ich finde so Typen, die vor allem so kreativ sind und so weiter, finde ich auch nicht so schlecht. Okay. Also die nicht die ganze Zeit am Büro sitzen, also im Büro sitzen und am Tisch und so weiter. Okay, wo so Ostersachen machen zum Beispiel? Und Handwerk? Oh, ja, Handwerker vor allem. Ich bin Sportler. Einfach Sportler. Ja. Sportler? Ja, nur Sportler eigentlich. Nur Sportler? Ja. Meine Freunde sind halt nur mehr im Büro, gell? Ja, gut. Aber nein, Sportler einfach, die haben auch einen guten Körper so. Okay. Ah, okay, um das geht's. Ja. KV. 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 Wieso? Und intelligent. Ja, genau. Es zeigt etwas, dass du etwas im Kopf hast. Viele Frauen machen das. Deswegen sage ich. Welche Berufe findet ihr attraktiv bei Männern, bei Frauen? Maurer. Maurer? Okay, und wieso? Weil mein Freund das ist. Automech. Automech? Keine Ahnung, ist mir gerade eingefallen. Detailhandel. Ja, ist meine Freundin. Welcher Beruf ist bei mir das attraktiv? Fußballerin, dass wir so beide Fußball können spielen. So Fußballer, Boxer oder. Boxerin? Nein, Boxer. Also, ja. Beruf? Ja, Boxerin, ja. Fußballerin, ja, Yoga-Leiterin. Welchen Beruf findet ihr bei einem Typ attraktiv? Oh, ich sag KV also, schon. Leben also, Beruf? Leben oder Beruf? Ich finde KV schon geil, das sagt er immer. Aber das ist oder alles. Weißt du, wie Baustelle? Nein, keine. Alles, ist alles okay. Außer so, alles finde ich nicht gut. So nicht? Ich kann nicht gern Blut. Und stell dir vor, so, der hat so mit Menschen gearbeitet, zu so Menschen angefasst, ich kann das nicht. Auch die Tiere. Ich habe nicht gute Erfahrungen, weißt du? Fage? Nein. Auch nicht? Ist nur also so doch nicht alles? Ja, nicht alles, nein. Das schon. Kosmetik und Coiffeur wahrscheinlich auch nicht, aber. Oh, alles aus dem das. Okay. Fußballer? Keine Ahnung. Boxer? Ja. Fabi? Wieso? Keine Ahnung, weil ich finde es gut, wenn sie mit Kindern gut umgehen kann. Auch. Welche? Jede Frau ist anders. Aber ich denke KV oder so. Weil jede Frau macht das. So Fabi, VG, KV und solche Sachen. Wieso? Schaut am besten. So Leute, das war es mit der Umfrage. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, weiter teilen und wir auf andere Socials folgen. Insta, TikTok. Und ja, ich würde sagen, wir sind oben, kommt rein. Peace! Hast du ein Message an die Jugendlichen hier? Gehen arbeiten, das ist wichtig. Wieso arbeiten? Wieso ist Ausbildung wichtig, Bruder? Weißt du wieso? Wieso? Weil du so Geld kannst verdienen kannst. Hat mir das eine Jugend gesagt, mach Lehre und du kriegst Geld nicht. Ich hab's gemacht. Aber jetzt, ich bin immer noch in der Lehre. Ich habe nicht mal Lehre gemacht, Bro. Also von dem her. Aber du bist ein Macher. Wer kommt Musik? Mein nächstes Album kommt im Januar, Februar 2024. Grüß Sebach!